Ständige Erreichbarkeit kann ein Problem sein. Unsere Forschung zeigt, dass eigentlich durchgängig bei hoher ständiger Erreichbarkeit das Abschalten von der Arbeit dann in der Freizeit schwerfällt, schwerer fällt. Also, dass man auf völlig andere Gedanken kommt, die Arbeit gänzlich vergisst. Dieses psychische Abschalten ist aber wichtig für Erholung. Bedeutet, wenn man schlecht abschalten kann, ist man auch eher emotional erschöpft, besonders bei solchen Personen, die eine sogenannte starke Segmentationsvorliebe haben, die also gern Privatleben getrennt haben von ihrem Arbeitsleben. Wenn die dann ständig erreichbar sein müssen, stellt es ein Problem dar. Die Situation ist schwierig für viele. Eine Sache ist, dass man schlicht zu wenig Abwechslung hat und der Mensch braucht Abwechslung, möchte Abwechslung, und da reagiert der Mensch mit einem gewissen Überdruss drauf. Deswegen sollte man danach trachten, die Abwechslung so hoch zu halten wie möglich. Und ein weiteres Problem ist, dass die Barrieren wegfallen zwischen den Sphären meines Lebens, weil jetzt Arbeit sehr nah heranrückt an das Privatleben und es dort zu Rollenkonfusionen kommen kann. Stichwort Konflikte, Arbeit-Familien-Konflikte. Wir wissen es ja auch an der Kriminalitätsstatistik, dass jetzt auch häusliche Gewalt, Delikte etc. So hoch sind wie selten. Da empfehle ich, Barrieren einzuziehen. Zum einen künstliche Grenzen zu errichten, die zeitlicher Art sind, dass man sich einen Tagesplan aufstellt, vielleicht auch einen Wochenplan, zu welchen Zeiten man arbeitet, wann macht man Pause und sich daran hält. Nochmal Stichwort Pause, da ist ein häufig gemachter Fehler, dass man zu selten Pausen macht und wenn man dann richtig erschöpft ist und man macht endlich eine Pause, macht man diese auch lang. Es ist besser, regelmäßige kurze Pausen zu machen. Wahlmöglichkeiten, wenn man die hat, sind immer gut und die sollte man auch ausnutzen. Ich würde sagen, nehmen Sie sich da nicht an die Kandare, leben Sie das aus, was Sie als Möglichkeiten haben, wechseln Sie die Arbeitsorte und natürlich, wenn es das Wetter zulässt, gehen Sie auch raus. Das wird dann zunehmend zu einer Herausforderung. Also als Hintergrund schlage ich vor, man teilt alle Pflichten fair auf unter den Angehörigen des Haushaltes, also Kinderbetreuung, Haushaltspflichten und jede geht dann noch ihrer Arbeit nach. Und ansonsten versucht man, sich in Eckchen zurückzuziehen und diese Barrieren einzuziehen, zeitlicher Art, dass man bestimmte Zeiträume absteckt, während man immer arbeitet. Und dann kann man auch sagen, seien Sie nicht zu hart mit sich in dieser doch schwierigen Zeit. Erwarten Sie nicht, dass Sie jetzt ausgerechnet in diesen Wochen Höchstleistungen vollbringen in der Arbeit.